Langsam komme ich immer mehr hinter den eigentlichen Gedanken, warum das Spiel Hunted heißt. Und hier fallen einfach mal Partikel durch den Boden. Ist auch okay. Wait! What the fuck is this? Ich bin etwas... Na gut. In den Kopf. In den Kopf oder in den Hals. Explosion. Ja, wo? Wo? Ach so, da oben. Du böser Heini. Tot. Kein Mana. Shit. Shit. Egal. Treffer. Noch ein Treffer. Und Kedok hat seinen Spaß. Ja, zerfleisch sie alle mal. Ist okay. Ich bleib einfach mal hier hinten. Hier hinten gibt's bestimmt noch was. Die Filiole, die gerade keiner braucht. Ein Weg, den wir nicht gehen können. Da, ich hab dich gesehen. Was? Na bitte, geht doch. Dort sind wieder... Ah. Oh mein Gott, was ist denn da jetzt wieder kaputt gegangen? Kein Minotaurus, bitte. Ich habe keine Lust, nochmal auf einen Minotaurus zu treffen. Ach ja, oder auf einen Drachen, ne? Die haben wir ja gesehen. Oh, wait. Ich muss mich gerade selber an etwas erinnern. Wir haben ja Geschichten gehört, dass der eine König gerne einen Drachen kontrolliert hätte. Und anscheinend, wie wir auch gehört haben, sei das ja auch möglich gewesen zwischendurch. Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass das einer der letzten Kämpfe sein wird. Und wie wir vom Teufel sprechen, kommt genau in diesem Moment der Drache an. Na, Fuß runter! Das hat Kedok super gemacht, er hat ihn perfekt abgelenkt, damit Elara ihren komischen Patriot-Shot abschießen konnte. Was ist da jetzt los? So. Erstmal wieder heilen. Da hinten habe ich irgendwas Größeres gesehen. Oh mein Gott, wer schießt denn hier jetzt alles wieder? Mann! So. Kopftreffer. Das war's jetzt erstmal. So. Da hinten ist noch einer. In den Arsch! Daneben! In die Genitalien. Hm. Was? Total Combined Kills. Und... Was ist da? Nein! Nicht schon wieder. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Und ich muss mich jetzt hier erstmal um die Fernkämpfer kümmern. Verdammt! Danke, Kedok. Sehr nett von dir. Very nice of you. So. Machen wir das. Ah, ja, komm. Hier, kriegt ihr eben noch. Nein, daneben. Shit. Aua. Ist gut. Lass mich hier raus. Lass mich hier weg. Ich will doch nur spielen. Wow. Oh, weg. Meine Güte, macht er damit Schaden. Das ist echt nervenaufreibend hier mit diesem Kack-Minotaurus. Der einfach viel zu viel aushält. Ach, shit. Ja. Aber auch große, dumme, starke Gegner können sterben. Oh. Man sollte erst später darauf schauen. Ah ja. Was ist mit dem Drachen passiert? Der sieht nicht mehr so aus, als wäre der da hinten. Puh. Den Schild haben wir da. Hier haben wir noch Pfeile gefunden. Was haben wir denn hier hinten?
Ah, noch ein Toter. Das geht nicht kaputt, oder? Wahrscheinlich nicht. Okay. Hören wir uns eine weitere Geschichte an. 39 von 53 Geschichten. Das heißt, wir haben schon mehr als die Hälfte. Ja. No, no. I was betrayed by them both. And now I'm here, wallowing in death. Heed my warning and stay clear of the hearth of the dead. Stay clear at the heart of the death. Ich weiß es nicht, wie man das genau übersetzen soll. Eine Frage, wie komme ich da oben? Halt die Fresse, alter Mann. Wie komme ich da oben an den Splitter dran? Oh, oh, Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Chicken, Chicken, Chicken. Chicken! Om nom nom. Chicken, 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 Chicken. Chicken, Chicken, Chicken. Chicken, Chicken, Chicken. Nom 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 nom. Om nom Chicken. Chicks, Chicks. Das erinnert mich glatt an Semper-Video mit Cute Chicks with Hairy Pussy. Please, please help me. An evil warlock has unjustly imprisoned my soul here. Me and my love. If you bring me my bones, I can be free. Help me. Find my bones and I'll do what I can to help you. Wir brauchen 4 Elemente. Und zum Glück sind sie alle irgendwie am Leuchten. Das ist schön. Das heißt, bevor uns wieder ein Fehler unterläuft, werde ich dieses Stück hier auch mal untersuchen. Ah, ja. Gut. Da finden wir direkt schon mal 2 Sachen. Find my bones. Hier ist nichts. Weg, 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 weg. Wo ist denn hier noch was? Da hat noch was geblinkt. Ein einzelner Knochen. Oh mein Gott. Ohne das Blinken hätte ich das nicht gesehen. Und da sind die Gebeine. Na gut. Das Rätsel war jetzt auch nicht das Schwerste. Aber ich glaube nicht wirklich, dass der Typ uns die Wahrheit erzählt. Ah, yes. I can feel myself slipping away. Please. One last request. Take the emerald flame to my love. On the other side. On the other side? This? Please, take my fire to my love. Before I go. Headless woman? Headless woman? Ich traue dem Braten nicht. To the other side, hä? Take the... On the other side. On the other side hat 2 Bedeutungen. Einmal auf der anderen Seite, also gegenüberliegend. Oder the other side ist, glaube ich, auch ein Begriff für das Jenseits. Oh! Do want! Ja, ich helfe! Wohin? On the other side. Ah, wenn ich nur einen Hinweis hätte. On the other side. Ja. Kannst auch ruhig runterspringen, was ist hier los? Ach, Kedok. Danke. Wenn ich hier durchgehe, kann ich das nicht mehr lösen. On the other... Ach, so. Hä? What the? Nun gut, jetzt verstehe ich the other side. Es gibt 2 andere Seiten. Einmal von außen betrachtet, das wäre die Richtung. Und einmal die Seite, die er meinte, von innen betrachtet. So, jetzt muss ich die nur richtig treffen. Wahrscheinlich muss ich auch...
da drauf. Wie auch immer die auf diesen Mechanismus kommen. Wobei es auch wahrscheinlich wieder mit Magie zu tun hat. Mit Magie. Das hat niemand gesehen. Hier war schon immer eine Wand. Ein Bogen. Continuum wird jetzt ausgetauscht gegen McGovern's Promise. Heilige Scheiße, macht das viel Schaden. Cry of the... Hä? Wieso? Du sollst den normalen Bogen ablegen. Genau. So, das ist der normale und das ist jetzt der neue Bogen. Ach, Mensch. So. Aufnehmen, danke. Nein. So. Leg doch den normalen Bogen hin, Mädchen. So. Geht doch. Und hier ist ein medium schneller Bogen. Für den ich aber kein Interesse habe. So. Und das hier geht auch nicht auf, oder? Oh, hier war noch ein normales E. Thank you for freeing us. My husband was a cruel warlock who loved power, but never me. When he learned I was in love with his apprentice, he imprisoned us both here in endless torment. My husband kept his greatest treasure hidden behind his black heart. Look there, you will find it. My thanks to you. Wohin soll ich gucken? Hinter dem schwarzen Herz. Kept his greatest treasure hidden behind his black heart. Thank you for freeing us. My husband was a cruel warlock who loved power. My intention, Clara. When he learned I was in love with his apprentice, he imprisoned us both here in endless torment. Behind his black heart. Black heart, wo ist das schwarze Herz? Hinter dem schwarzen Herz eines Hexenmeisters. Dort finde ich das. Oh, Mensch. Wenn ich nur wüsste, wo das schwarze Herz ist. Bin ich da runtergesprungen? Nee, irgendwie nicht. Ah, das brennt aber schön. Ich hier noch irgendetwas mit dem reden? Nein. Da ist noch ein Haus. Komme ich da hin? Nein. Tut mir leid, dass ich hier gerade so ein bisschen rumdümpel, aber ich will schon wissen, ob das hier ist. Behind his black heart. Nun gut, ich versuch's einfach mal, dass ich jetzt weitergehe. Und die Leute, die diesen Quest jetzt kennen, werden wahrscheinlich sagen, nein, mach das nicht. Du hättest dort nachschauen müssen. Nein. Dann hättest du die ultimative Waffe bekommen. Das Streichholz. Das Streichholz des Knechtes. Good morning, Sir. Ja. Mensch! Die bewegen sich wieder zu viel. Das ist doch blöd so. So, bleibt stehen. Wo? Hä? Von oben? Ich sehe euch nicht. Das ist... Von... Na... Nack, nack, nack! Ihr gehört tot. So, Urteil gesprochen. So. Kedok hat da noch was gesehen? Wo? Ich sehe gerade nichts. Ach so, dort hinten. Oh, ihr seid ja gut versteckt dort hinten.